Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. So Leute, für mich startet hier heute eine neue Aufnahme. Die letzte Aufnahme ist schon knapp eine Woche her. Ich konnte jetzt auch nicht mehr in die letzte Folge reingucken, weil ich nämlich jetzt gerade eben, bevor ich die Folge hier gestartet habe, Star Ocean geschnitten habe und das Video wird gerade konvertiert und konnte mir jetzt die letzte Aufnahme von Dragon Quest 11 nicht anschauen. Ich weiß aber noch, dass ich euch hier verabschiedet habe und noch gesagt hatte, dass ich dann hier weitermachen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen nach links. Ich werde jetzt mal links entlang laufen und die Gegner hier dann jetzt auch mal skippen. Kann das sein, dass wir über das Wasser wollten? Wo ist denn auch mein... Ah, die Minimap ist hier unten. Stimmt. Ja, ich weiß, ihr habt mich gesehen. Ihr wollt alle gegen mich kämpfen oder auch nicht alle, denn einige sind auch von mir abgehauen. Stimmt, hier war doch irgendwas auf dieser Brücke, ne? Da konnte ich doch rüberschauen, wo ich ursprünglich hergekommen bin. Aber irgendwie bin ich hier eine komplette Runde gelaufen, meine ich, das in Erinnerung gehabt zu haben. Weiß jetzt nicht, ob dem das auch jetzt so ist und ich das jetzt nicht mit was anderem verwechsle. Aber ich glaube, dem war so. Oder nicht? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich glaube, das ist richtig, Leute, oder? Moment. Es tut mir so leid. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, als ich eben an meinem anderen Rechner gewesen bin. Ich muss hier mal kurz entlang laufen, galoppieren. Mit meinem Pferd, das noch keinen Namen hat. Stimmt, genau. Alles klar. Gut, dann ist das richtig. Dann ist das richtig. Dann ist alles in Ordnung. Dann glaube ich doch, dass ich dann, wow, hier entlang wollte. Ja, alles klar. So ist das vielleicht gar nicht mal so ganz schlecht. Haben wir schon mal gegen euch gekämpft eigentlich? Ich glaube fast nicht. Ich tue es einfach mal. Wir werden dich bekämpfen. Ein Kuddel erscheint. Nein. Kuddel ist mir nicht bekannt. Wir haben bisher noch nie gegen einen Kuddel gekämpft. Autsch. Greif nochmal Kuddel an. Der Kuddel wurde besiegt. Das ist doch toll. Mike erhält 8 Erfahrungspunkte und 10 Goldmünzen. Okay. Hungriger Heißsporn. Besiege in mindestens 50 Kämpfen. Und nun? Also habe ich 50 Kämpfe abgeschlossen. Also erfolgreich abgeschlossen. Ist es das, was mir das Spiel sagen wollte? Ist das Missionsverzeichnis? Ich glaube eher weniger. Genau, das hier sind die ganzen Missionen, die es im Spiel gibt. Es sind insgesamt 26. Unter Impfung. Erhaltene Ehrungen. Ist das eine Ehrung gewesen? Ja, es ist eine Ehrung gewesen. Wir sammeln 10 verschiedener Gegenstände. Ach Gott, was es da so alles gibt. Okay. Endlich erwachsen. Story. Ich glaube, das hier sind dann die Trophäen, die mir dann hier angezeigt werden. Denke ich mal zumindest. Kampf, hungriger. Ach so, alles klar. Das hier ist dann allgemein. Ja, da ist dann alles aufgelistet. Okay, alles klar. Ist dann jetzt bei mir auch angekommen. Gut, wunderbar. So, was haben wir hier stehen? Smaragdküste, genau. Und dort komme ich ja nicht hin. Genau, da ist mir der Weg ja vorerst versperrt. Oh, super. Okay, alles klar. Ich weiß, glaube ich, wieder ein bisschen Bescheid. Super. Gut, ich würde dann auch gern gegen euch dann kämpfen. Vor allen Dingen gegen dich, Kuddel. Aber auch hier bist du jetzt alleine. Hier ist die Gegnerkonstellation nicht anders. Okay. 2 Schläge und dann bist du raus. Das mit dem Ausweichen funktioniert nicht, ne? Das hatte ich schon mal erwähnt. Kuddel wurde besiegt. 8 Erfahrungspunkte und 10 Goldmünzen. Wunderbar. Komm, ich möchte dich aber nicht auslassen. Vielleicht haben wir ja Glück und hier ist dann auch eine Gegnerkonstellation anders. Ich glaube, sie ist anders. Ich weiß nicht, ob wir die Gegnerkonstellation schon mal hatten, bestimmt. Aber ich lasse euch trotzdem drin. Das hier geht ja, glaube ich, ziemlich fix. Wollte der abhauen? Oh, jetzt kriegen wir eins über mit dem Vorschlaghammer. Hämmerling wurde erledigt. Es ist ein Hammer, es ist kein Vorschlagshammer. Es ist einfach ein ganz normaler Hammer. So, hallo. Kann man... Wow.
Du bist aber flott unterwegs. Was ist mit dir? Du hattest ein Fragezeichen über dem Kopf. Was bedeutet das, dass du dir unsicher gewesen bist, mich anzugreifen? Ich möchte dich trotzdem einfach mal bekämpfen. Dunkelrübe. Haben wir schon mal gegen die Dunkel... Oh mein Gott, ich sollte mich heilen. Oh mein Gott, ich sollte mich heilen, aber ganz schnell. Oh mein Gott, war das hier knapp. Wir hätten ja fast unseren ersten Game-Over-Bildschirm gehabt. Ich hatte Glück, dass das andere Monster, die Maus ist das, glaube ich, gewesen. Eine weiße Maus, heißt die so, hatte ich Glück, dass die abgehauen ist. 6 Erfahrungspunkte und 8 Goldmünzen. Glück gehabt. So, ich möchte mit dir aber zu Heliodor. Heliodor, ja. Ich glaube, dass man das so ausspricht. So, okay, stopp. Hier müssen wir jetzt mal absteigen. Denn hier können wir bestimmt das ein oder das andere untersuchen. Ich kann sogar mit dir quatschen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Seid ihr von weit hergekommen? Wie dem auch sei. Jetzt seid ihr sicher. Heliodor erwartet euch. Sobald ihr in der Stadt seid, könnt ihr euch eine gemütliche Herberge suchen und euch ausruhen. Klingt gut, nicht wahr? Ja, das hört sich mal nicht schlecht an. Ich bin auf die Menschen gespannt und ich glaube dann auch tatsächlich, dass wir hier dann vielleicht schon den einen oder den anderen Charakter treffen werden, der uns mit auf unserer Reise begleiten wird. Denke ich mal zumindest, also laut dem Intro werden das ja wohl ein paar sein. So, aber er wiederholt sich hier dann auch. Super. Ich hoffe, das wird die Frau sein. Kann sie gar nicht mehr beschreiben. Diese Frau mit den langen Haaren, mit dem Pferdeschwanz. Die ich glaube, eine Magierin ist das sogar. Die hat sehr viele Sympathiepunkte bei mir gesammelt. Durch ihre Ausstrahlung. Ich finde die einfach toll, jetzt schon. Wer weiß, ob ich sie später im Game dann auch noch wirklich tatsächlich toll finden werde. Ich glaube, wir steigen mal ab. Wir können auch springen, ne? Genau. Willkommen in Heliodor. Das ist alles, was du zu sagen hast? Super. Okay, er wird dann vermutlich dasselbe sagen. Oder auch nicht. Dies ist die größte Stadt in ganz Erdria. Ihr solltet euch mal die Unterstadt anschauen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Dort geht es immer recht lebhaft zu, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, nee, nicht wirklich. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ist das ironisch gewesen? Ist dort nichts los oder was ist da los? So, Moment, stopp, absteigen. Ich komme hier doch bestimmt rum, oder? Nicht? Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen beleidigt. Gut, ich werde mein Pferd mitnehmen. Ah, ich glaube, ich kann mein Pferd gar nicht mitnehmen. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Oh. Oh, die Musik ist toll. Ich glaube, ich sage das fast immer, oder? Nein, stimmt nicht. Ich habe auch schon gesagt gehabt, dass ich einige Melodien oder einige Musiktracks nicht so toll finde. Zwar nicht bei Dragon Quest 11, aber in anderen Spielen habe ich das gesagt. Also ich bin dann schon ehrlich. So, ich muss euch noch sagen, dass ich erkältet bin, Leute. Ich muss gerade aber sagen, dass es jetzt die 10 Minuten eigentlich recht gut funktioniert. Davor hat es eigentlich auch gut funktioniert. Aber es könnte sein, dass ich hier dann mehr rausschneiden muss, als ich eigentlich tue, falls ich huste oder niesen muss. Aber es läuft bis jetzt. Also außer meine Nase. Ich bin froh, dass sie jetzt gerade nicht läuft. Hab ich viel zu tun. Echt? Das sieht gar nicht so aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, ich kann mit dir nicht sprechen. Hab ich viel zu tun. Achso, du bist busy, 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 busy und kannst mit mir nicht reden. Alles klar. Ich kann nicht sehen. Sehen. Ja, wen denn? Wen siehst du denn? Mich bestimmt nicht, weil ich habe hinter dir gestanden. Okay, aber ich kann ja jetzt aus diesem Fenster nicht allzu viel erkennen. Wenn ich hier oben stehe, kann ich die Leute unten vorbeilaufen sehen. Manchmal bemerken sie mich und winken mir. Das sind diese netten kleinen Momente, die ich liebe. Echt? Ich würde dir nicht winken, wenn du mich sehen würdest. Ah, da unten sind tatsächlich Menschen. Ist das das, was der Wärter draußen gemeint hat, so lebhaft? Ich denke, das hat er ironisch gemeint, wenn ich das jetzt gerade so von hier oben sehe. Ich möchte auf jeden Fall in die Unterstadt. Ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht deswegen anders behandelt werden, nur weil sie jetzt in der Unterstadt wohnen. Ja. So wie das bei Lost Odyssey zum Beispiel gewesen ist. Fand ich ganz schrecklich. Okay, anyways. Ich würde das hier gern kaputt machen. Seid gegrüßt.
Willkommen in Heliodor, der prächtigen Stadt in ganz Erdria. Bitte fühlt euch hier wie zu Hause. Oh, und falls ihr euch gefragt habt, warum mein Freund hier eine weiße Sprechblase über den Kopf hat, das bedeutet nur, dass er gerade nichts zu erzählen hat. So geht es jedem von uns manchmal. So geht es mir eigentlich ständig. Besonders wenn Leute mit mir Smalltalk halten möchten. Hätte ich auch gern so eine weiße Blase über dem Kopf, dass die Leute dann Bescheid wissen, dass ich keine Lust habe, mit denen zu sprechen. Ach, das wäre doch einfach zu toll. So, oh, sehr schön. Mit diesen... Was ist hier jetzt los? Oh, das passiert von selbst. Ich dachte schon wieder, mein Controller fängt an zu spinnen. Und die Musik hat sich jetzt auch geändert. Es ist jetzt Abend. Man wird mir aber doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schlafen soll, oder? Gut, mit dir kann ich sprechen. Ist das schön hier. Ich bin da von der Grafik immer noch total begeistert. Wahnsinn. Ich finde diese Statuen voll schön. Wahnsinn, echt wirklich. Ich finde das richtig toll. Da ist auf jeden Fall ein Fass, das ich bestimmt kaputt machen kann. Okay, ich werde gleich mit dir sprechen. Ich werde mich erstmal hier umschauen und überprüfen, ob ich hier vielleicht was kaputt machen kann. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier kann ich dann bestimmt Aufträge abschließen, oder? Eine neue Stadt bedeutet auch spannende neue Einkaufsmöglichkeiten. Solltet ihr also zum ersten Mal hier sein, stattet uns einen Besuch ab. Ihr findet den freundlichen Rüstungsschmied gleich neben dem Brunnen. Okay, da wär ich ja sowieso hingegangen. Ohne dass man mir das hier jetzt hätte sagen müssen. So, bitte sag mir, echt nicht, ich kann das hier nicht mitnehmen, ich kann das nicht klauen oder so. Ich finde das so toll. Ich finde das so richtig schön. Deswegen hätte ich auch Probleme, wenn ich mal Urlaub mache. Ich mache eigentlich nie Urlaub. Ich mache Urlaub zu Hause, weil ich meide Menschen. Aber wenn ich mal irgendwann dann doch, und das wird auch irgendwann mal passieren, eine Stadt besuchen sollte, die dann halt auch groß ist. Ja, zum Beispiel, ich weiß mal, dass ich vor einer langen Zeit in Köln gewesen bin. Aber ich bin halt auch nur in Köln gewesen, weil ich auf ein Konzert ging. Und nach dem Konzert bin ich dann auch nach Hause gefahren. Also ich bin dann, hab dann die Stadt nicht so betrachtet. Aber ich habe das dann irgendwann mal vor, so Köln und Berlin, dass ich mir das dann doch schon mal so anschauen will. Und die Leute, die werden dann auch denken, oh mein Gott, der hier, der hat's ja auch nicht mehr alle an der Klatsche. Weil ich werde dann bestimmt alle 5 Meter dann stehen bleiben und irgendwas bewundern. Ah, für ein Lüftchen. Hast du gepupst? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr sagt, ihr seid hier, um den König zu sehen? Nun, hier werdet ihr ihn nicht finden. Da müsst ihr hoch zum Schloss gehen. Einfach diese Straße entlang, dann die Treppe hoch und schon seid ihr da. Aber denkt daran, nach Sonnenuntergang wird man euch nicht hineinlassen. Der König braucht einen Schlaf, seinen Schlaf. Am besten geht ihr morgen in aller Frühe dorthin, wenn ihr eine Audienz wollt. Ja, das ist gar kein Problem. Ich wollte jetzt auch nicht direkt zu ihm, deshalb kommt mir dieser Sonnenuntergang sehr gelegen. Ich muss hier mal gleich meine Zimmertür hier schließen. Denn im Treppenhaus ist wohl der Feuermelder an. Oder der Rauchmelder. Der piepst vor sich hin. Ich glaube, dass die Batterie gewechselt werden muss. Und ich tue einfach so, als würde ich das gar nicht hören, in der Hoffnung, dass sich irgendein Nachbar darum kümmert. ja, jetzt geht's wieder los. Und das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ja, okay. Ich muss hier mal gerade kurz einen Cut setzen. Gut, meine Zimmertür, die ist zwar jetzt geschlossen, aber ich höre es trotzdem noch so ein kleines bisschen. Ja, dieses Haus ist halt sehr hellhörig. Und das hat auch nichts mit Faulheit zu tun, dass ich jetzt da, oder dass ich jetzt geizig wäre wegen der Batterie, dass ich da jetzt nicht rausgehen möchte und den Rauchmelder dann jetzt die Batterien wechseln möchte. Mir geht es dann eigentlich darum, weil ich nämlich ganz genau weiß, wenn ich jetzt rausgehe, ja, und da die Batterie wechsle, dass dann irgendein Nachbar dann rauskommt und meint, mit mir ein Gespräch zu drücken. Und ich habe keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Oh mein Gott, wie sich das anhört, aber es ist so, ich habe keine Lust. Ich möchte nicht gesehen werden, ich möchte heute nicht wahrgenommen werden, ich möchte einfach nur zu Hause bleiben und spielen, ja.
Das kann bestimmt der eine oder der andere bestimmt nachvollziehen. Also mir geht es wirklich nicht um diese eine Batterie oder zwei Batterien. Ich weiß gar nicht, wie viele Batterien da reinkommen. Aber darum geht es mir nicht wirklich. Das sind so Sachen, genauso wie Müll rausbringen, ja. Das. Hier wird jetzt echt jemand denken, ich bin total bescheuert oder komisch. Aber ich bringe halt auch wirklich meinen Müll nur nachts raus. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass mich jemand sieht, dass ich den Müll rausbringe. Ja, und dann halt auch niemand mit mir spricht. Und wenn es nur ein Hallo ist, bin ich schon überfordert mit. Das ist schon. Nee, ich mag das halt einfach nicht. Und heute auch nicht. Heute ist schon wieder so ein Tag, da habe ich überhaupt gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Ich möchte dann lieber hier dann so vor meinem Bildschirm sitzen mit meinem Mikrofon und Selbstgespräche führen. Das ist mir viel lieber. So, wo war ich doch jetzt? Wo konnte ich denn nochmal die Karte aufrufen? Moment, ich konnte das doch hier bei Gegenständen. Wichtigen Gegenstände. So, aber dann sehe ich ja nicht die Stadt. Ich würde gern die komplette Stadt sehen. In groß. Wie kann ich denn hier diese Minimap vergrößern? Geht das irgendwie? Diese Taste ist doch hier was anderes. Ja, das hier ist... Ah ja, hier... Ach du meine Güte. Stimmt, ja, ich erinnere mich wieder. Ja, da kann ich ja noch genauer Sachen erkunden. Also, was heißt erkunden? Betrachten. So hier zum Beispiel. Ah, okay, alles klar. Hat sich gerade erledigt. Hier laufe ich. Nee, es tut sich einfach... Aha! Hier sehe ich doch alles. Wunderbar. Ach, sehr schön. Auf Viereck. Kann sein, dass mir das mal am Anfang des Spiels erklärt wurde und ich das vergessen habe. Ich wusste, dass es geht, ich wusste nur nicht mehr wie. Fängt jetzt wieder mein Controller an zu spinnen? Das wäre nicht toll. Das wäre echt gar nicht toll. Hallo, gute Frau. Bestaunt meine Waren. Ja? Kann ich auch bei dir... Gut, Bilder wollte ich jetzt nicht unbedingt kaufen, weil wir haben auch keine Wohnung oder ähnliches. Aber es ist sehr schön, was du hast. Ja, mein Controller fängt wieder an zu spinnen. Das ist wieder ganz toll. Mike erhält 6 Goldmünzen. Und hier haben wir gar nichts. Ich mag Bilder. Ich habe auch sehr viele Bilder bei mir in der Wohnung hängen. Aber ich habe überwiegend... Also im Wohnzimmer zumindest habe ich überwiegend mehr CDs an der Wand hängen. Ich habe meine CD-Sammlungen. Hier habe ich in einen Bilderrahmen gemacht. Oder in Bilderrahmen. Also sprich in mehreren. Und habe die aufgehängt. Also jedes Album hat seinen eigenen Bilderrahmen. Und ich habe sehr viele Bilder hängen. Aber es sind überwiegend Konzertbilder. Oh, Moment. Hi. Du bist ja goldig. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit. Oh, ich hätte auch Hunde. Oh, ich würde dich gerne mitnehmen. So, oh, hier geht's eine Treppe runter, oder? Aber müsste ja eine Sackgasse sein, ne? So, Moment, aber ich hatte ja hier hinten noch einen Weg. Den möchte ich dann erstmal entlang laufen. Kann ich einfach hier so rein? Scheint so. Hallo? Ich bin jetzt da und ich möchte hier jetzt alles untersuchen und hoffe, dass ich hier was mitnehmen kann. Hier wird getrunken und so wie es aussieht, nicht zu wenig. Oh, Entschuldigung, ich habe was kaputt gemacht in eurem Haus. Hätte aber jetzt auch gar nicht gestanden, wo ich jetzt drin bin, oder? Ich dachte, das wird immer dabei stehen, wenn ich irgendein Haus betrete. Okay, hier haben wir nichts. Auch gut. Auch gut. Kürbisse. Nichts. Und Heilkraut gefunden. Das ist toll. Heilkraut ist toll. So. Ach du meine Güte. Ist das hier groß. Und ist das schön. Ich glaube, hier möchte ich wohnen. Diese Stadt ist schön. Die gefällt mir. Vor allen Dingen... meine nächste Wohnung, also ich werde jetzt nicht so schnell aus meiner Wohnung ausziehen, aber meine nächste Wohnung wird auf jeden Fall einen Balkon haben. Und ich möchte dann auch nicht unbedingt im Erdgeschoss wohnen. Und dann werde ich mir, oh mein Gott, das wäre so toll, ich würde mir meinen Balkon so schön machen.
und mich dann auch abends dann so auf meinen Balkon setzen und meine Videos schneiden und so. Dann wäre ich auch draußen, dann kann auch niemand mit mir schimpfen, dass ich nicht an die frische Luft gehe. Okay, hätte ich jetzt hier eine komplette... Sonnenaufgang! Nein! Nein, kein Sonnenaufgang! Ging viel zu schnell. Okay, jetzt sind bestimmt auch Leute im Haus, ne? Das macht Spaß. Was genau macht denn Spaß? Ihr habt geschlafen. Ich hab euch wach gemacht. Ich bin schuld und nicht die Sonne. Sind jetzt hier wieder Leute? Nein, hier ist niemand. Was heißt denn hier wieder Leute? Als hätte ich hier schon mal Leute gesehen, ne? Hab mich da gerade ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich sagte wieder Leute, weil da ja wohl offensichtlich mal Leute gewesen waren. Du begrüßt hier jeden. Super, du bist schon mal freundlicher als ich. Also wenn ich dann Leute, also wenn ich einen Balkon hätte und mich würde dann jemand sehen, ich glaube, ich würde dann einen Schritt zurückgehen und würde so machen, als hätte ich niemand gesehen. Damit ich mit niemandem sprechen muss. Ich bin so ein grausamer Mensch. Ich kann dafür nichts. Mir dann alles schon zu viel und zu anstrengend. Vielleicht hat das, mein Beruf hat mich eigentlich so gemacht. Ich bin vorher eigentlich nie so gewesen. Okay, aber hier kann ich nichts kaputt machen. Aber auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, hier würde ich abends chillen, so im Sommer. Das wäre schön. Doch, im Sommer, doch, das wäre schön. So, bist du denn alleine? Nee, von hier bin ich gekommen. Ich kann hier auch die Treppen runtergehen, ne? Wo waren denn die Treppen? Ach, hier sind sie doch. Hier sind doch die Treppen. So, okay, hallo. Immer hereinspaziert, echt? Du lässt immer... Ach so, du bist am Verkaufen. Ich bin in deinem Laden. Okay. Ich habe mich schon gewundert, ich so... lässt der einfach so jeden in sein Haus? So, hier haben wir dann auch wieder ein Buch. Hier steht ein Buch mit dem Titel Ein Schmied geht auf Reisen von Ambrose Bierce. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Mein Name ist Ambrose, aber die meisten kennen mich als den Wanderschmied. Auf meinen Reisen habe ich viele Gerüchte über eine besonders wundersame kleine Schmiede gehört. Angeblich kann man allen möglichen Kleinkram hineinwerfen, um fantastische Dinge zu erschaffen. Eigentlich sind diese Geschichten zu abstrus, um sie für bare Münze zu nehmen, oder? Moment mal. Abstrus ist doch sowas wie unklar, oder? Sollte in ihnen aber doch ein Körnchen Wahrheit stecken, wäre jeder kluge Abenteurer gut beraten, Krimskrams, den er unterwegs findet, zu behalten. Wer weiß, was daraus entstehen kann. Okay, ich denke, dass uns das dann vielleicht auch im Spiel dann passieren könnte. Ja, Chimärenflügel gefunden. Sehr schön, davon habe ich jetzt auch einige. Davon hatte ich auch einige gekauft, nicht? Ich werde jetzt nicht hier von der Seite mit dir sprechen. Oder doch, ich tue es. Es ist eigentlich so üblich, dass ich auf der einen Seite des Tresen stehe und meine Kundschaft auf der anderen. Wollen wir es damit versuchen? Ja, deshalb wollte ich dich eigentlich auch nicht ansprechen. Aber ich dachte vielleicht, dass du dann auch was anderes sagen würdest, wenn ich dich anspreche. Was du ja jetzt auch vermutlich getan hast. Okay, ich denke, dass ich dann hier dann jetzt auch raus kann. Ne? Genau, das kann ich. Alles klar. Dann muss ich jetzt aber nochmal zurücklaufen, weil ich bin ja oben nicht fertig gewesen. Da muss ich jetzt nochmal hin. Ja, genau. Ich bin ja von hier gekommen. Ich kann hier ja auch sprinten, oder? Ja, sieht zumindest mal so aus. Genau, der Hund. Mit dir habe ich gesprochen. Hier bin ich aber nicht gewesen. So, hier ist auch nochmal ein Haus. Hier ist die Dame ihre Wäsche am Aufhängen. Was für eine angenehme frische Brise. Hier weht ein angenehmes Lüftchen. Perfekt, um Wäsche zu trocknen. Ja, das stimmt. Aber sowas mache ich auch drinnen. Weil ich halt auch keinen Balkon habe. Ansonsten würde ich die Wäsche wahrscheinlich dann auch nur nachts aufhängen. Wenn ich sie jetzt hinterm Haus aufhängen könnte, würde. So. Okay. Brötchen. Hätte ich sowas bei mir auf dem Tisch stehen, das wird nicht lange dort stehen. Ich würde jedes Mal einen Grund finden, um daran vorbeizulaufen, einfach nur damit ich es esse. Deswegen, auch wenn man es mir nichts ansieht. Mike findet ein Kopftuch. Wir finden ein Kopftuch. Haben wir nicht ein Kopftuch? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben sowas. Ist Kopftuch besser? Nein.
Ist es nicht? Wir behalten es trotzdem. Vielleicht können wir es ja in Zukunft irgendjemand anderem anlegen. Who knows? Hier kann ich auch wieder ein Buch lesen. Hier steht ein Buch mit dem Titel Monsterkunde für Entdecker. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Kühne Abenteurer, wenn euch dieses Buch eines entschärfen soll, bevor ihr euch auf die Reise begebt, um die Welt zu entdecken, dann dies. Die des Nachts umherziehenden Monster sind weitaus fürchterlicher als jene, die am Tage erscheinen. Beherzigt diese Worte, Abenteurer, und wagt euch abends nur dann hinaus, wenn ihr gegen die euch erwarteten Gefahren gewappnet seid. Okay, danke für die Information, das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Hallo? Du erinnerst mich an den einen Charakter aus Blue Dragon, ich komme jetzt nur nicht auf seinen Namen. An den erinnerst du mich gerade so ein kleines bisschen. So, hier war nichts drin. Ja, Spule. Spule was? Spule was? Finde ich das hier irgendwo? Ja, Lachsgarn. Lachsfasern, die zu reißfestem Faden gesponnen wurden. Okay, werde ich bestimmt benötigen für einen Auftrag oder so. Dies ist eine ausgezeichnete Herberge. Vielleicht die beste in ganz Heliodor. Kann gut sein, oder? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Das wäre dann hier die erste Herberge in dem Spiel, die ich besuchen würde und gegebenenfalls dann übernachten würde. Kann ich dir nicht sagen. Wir werden dann einfach mal in ein paar Monaten nochmal miteinander sprechen. Dann werde ich bestimmt mehrere Herbergen schon besucht haben. So, ein weiterer Balkon. Ja, ich kann wieder was kaputt machen. Heilkraut. Das war's aber dann. Okay, so, dann bin ich eigentlich... Da unten ist ja der Mann, der Verkäufer, bei dem ich gewesen bin. Bei dem Schmiede. Ich glaube, das ist ein Schmiede, oder? Das ist doch der Schmiede gewesen. Moment mal kurz hier rein. Achso, ja, von hier kam ich. Alles klar, gut. Dann kann ich ja jetzt mit ruhigem Gewissen die Treppe runterspazieren. So. Oh. Hallo. Das ist ja schick hier. Muss ich ja... Oh mein Gott, hier ist einfach alles toll. Wahnsinn. Hereinspaziert. Links geht's zur Herberge. Dankeschön. Das ist die Musik von morgen. Von heute Morgen oder von morgen? Sprich gestern. Der hat mich gerade ein bisschen verwirrt. So, hallo. Kann ich mit dir sprechen oder muss ich hinter die Theke kommen? Um wahrgenommen zu werden. Ich muss erstmal in den Keller. So, erstmal hier die Kürbisse kaputt treten. Was vermutlich unnötig ist, weil ich hier ja eh nichts von Kürbisse bekomme. Okay, Moment. Ich muss mir das hier nur anschauen. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid, dass ich dann später hier nicht reinlaufen muss. Aber ich werde vermutlich in dieser Folge nicht allzu viel tun, wie mir nur diese Stadt hier anschauen. Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Die singt vor sich hin. Was kocht sie denn Feines? Sieht nach einer Suppe aus. Nach einer Gemüsesuppe. Kann das sein? Ich glaube auch Mozzarella drin gesehen zu haben. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch was anderes gewesen sein. Also, nun... kann das sein, dass du keine Ahnung hast? Oder dass du einfach nur vergessen hast, was du tun wolltest? Kann das sein? Aber sehr schön. Wirklich sehr schön hier. Muss ich ja sagen. So. Kann ich das hier lesen? Nee, das können wir nicht lesen. Gut, dann eben nicht. So, was bist du denn? Dann werde ich mal mit dir sprechen. Das sieht irgendwie aus, als wärst du, keine Ahnung, Banker oder so. Das sieht aus wie so ein Tresor. Nein, tatsächlich. Willkommen in der Bank, hinterm Regenbogen. Bei uns ist euer schwer verdientes Geld sicher aufgehoben. Nee, mein Geld ist nirgendwo sicher aufgehoben als bei mir. Wir akzeptieren Ein- und Auszahlungen von Goldmünzen in tausender Einheiten. Und natürlich sind unsere Dienstleistungen durchweg gratis. Also, was kann ich heute für euch tun, Mike? Abheben, einzahlen.
Warum sollte ich sowas tun? Warum sollte ich Geld in die Bank einzahlen oder auf mein Konto einzahlen? Haben wir überhaupt ein Konto? Bestimmt. Kann ich nur vielleicht eine gewisse Anzahl an Gold mit mir führen? Kann ich was abheben? Es tut mir sehr leid, aber anscheinend habt ihr bei uns zurzeit keine Goldmünzen hinterlegt. Ich dachte, vielleicht hätte uns jemand anderes was hinterlegt. Ja, hätte ja sein können, dass wir was geerbt haben von jemandem, den wir nicht kennen. Das ist immer so die Hoffnung, seitdem ich 18 bin, dass ich immer irgendwas geerbt habe, was, keine Ahnung, von jemandem, den ich nicht kenne. Wie kann ich euch behilflich sein? Sollen wir was einzahlen? Was, es tut mir leid, aber ihr scheint nicht genug Goldmünzen dabei zu haben. Ihr habt ja momentan kein Gold auf eurem Konto. Ich möchte ja was einzahlen. Achso, ich kann nur in Tausender-Schritten einzahlen, hat er gesagt, nicht? Gehen. Wer hat uns bitte wieder? Ja. Sobald ich irgendwann rich bin, komme ich wieder. Kann ich das kaputt machen? Schade, ich bin so scharf darauf, Sachen kaputt zu machen. Das ist... Willkommen in unserer Herberge, müder Reisender. Möchtet ihr hier übernachten oder nur eine kleine Rast einlegen? In beiden Fällen kann ich euch einen Tarif von 3 Goldmünzen anbieten. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Ich kann mich ausruhen und übernachten. Bei dem Ausruhen werde ich mich vermutlich nur ausruhen und meine MP und LP sind das hier, oder? Die werden dann regeneriert. Und ausruhen, da ist dann quasi dasselbe. Nur, dass ich dann halt entscheide, wann ich aufstehen möchte, oder? Würde ich jetzt mal meinen. Ich möchte das aber jetzt nicht ausprobieren. Das ist jetzt einfach mal so meine Theorie. Und möchte dann jetzt hier dann weitermachen. Ich glaube, ich muss nochmal hoch. Tut mir leid, Leute, dass ich so kompliziert jetzt hier so hin und her rumspaziere. Aber ich möchte wirklich nur sicher gehen, dass ich nichts auslasse. So, von hier sind wir gekommen. Genau, dann konnte ich... Hallo! So, schönes Wetter heute. Wir sind überall jetzt Menschen, ne? Ich bin ja hier abends gewesen. Sagt sie mir jetzt was Neues? Bestaunt meine Waren. Das sind erlesene Stücke. Was kaufen? Was kaufen? Es gibt hier so viele großartiges Zeug. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich mir holen soll. Ja. So wird es mir auch gehen, wenn ich auf den Flohmarkt gehe. Ich war schon ewig nicht mehr auf dem Flohmarkt. Und das ist tatsächlich sowas, da gehe ich sehr gerne hin. So. Du scheinst auch selten zu schlafen, ne? Du bist ein etwas anderer Hund. Was hat dieses Mädchen? Diskutiert sie? Sieht so aus. So. Ich bin mal so mutig und gehe jetzt mal hier runter. Okay. Hier hängt auch ein Plakat. Ich muss die Karte öffnen. Okay. Ich bin dort und dort gewesen und bin jetzt quasi dann hier so in diesem Hinterhof, ne? Von den Gebäuden, in denen ich drin gewesen bin. Gut, dann werde ich hier bestimmt auch dann auch die ein oder... Also dann hier auch gleich die Runde dann abschließen, denke ich mal. So, kann ich hier mit irgendwas interagieren? Ich dachte hier vielleicht, dass ich hier irgendwie Münzen reinwerfen könnte oder so. Gibt's ja auch in einigen Spielen. Juhu! Ich glaube, der hat nicht Juhu gesagt, ne? Juhu. Auch gut. Helio, du hast eine große Stadt. Wenn man zum ersten Mal hier ist, kann es schon passieren, dass man sich verläuft. Aber wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr euch gerade befindet, könnt ihr jederzeit Viereck drücken, um einen Blick auf die Karte zu werfen. Gut, also spätestens hier hätte ich es dann nochmal gewusst. Also kann das vielleicht sein, dass uns dann das doch niemand vorher gesagt hat und ich das vorher dann von selbst rausgefunden habe? Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Okay. So, wo bin ich hier? Ja, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Dann bin ich hier, aber... Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. So, wenn ich hier hochlaufe, befinde ich mich wieder hier. Okay, also ich bin eine komplette Runde entlang gelaufen. Sehr schön, ups. Gut, bin dann meine kleine Runde dann hier entlang gelaufen. So, da möchte ich aber jetzt trotzdem... Ja, okay, da möchte ich jetzt hier entlang. Komme ich hier rein? Sehr schön. Und hier komme ich offensichtlich auch nicht rein.
Okay, hier kann ich auch keine Dächer sprengen oder so. Scheint so. Aber hier komme ich gar nirgends rein. Ich muss schnell mit den Einkäufen fertig werden. Los, gehen wir, Mami. Ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn wir einkaufen sind. In der Hoffnung, dass ich was dann bekomme. Was dann meistens nicht der Fall gewesen war. Aber die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Gut. Kann ich auch nichts untersuchen. Hier komme ich auch nicht rein. Ich frage mich, was diese roten Balken sind auf der Karte. Ich dachte, da wird mir dann vielleicht eingezeichnet, dass ich dieses Gebäude nicht betreten kann. Dem ist aber nicht so, weil sonst wäre hier ja auch so ein roter Streifen in der Minimap. So, komm, ich weiß, dass wir hier hochspringen können. Ich kann das hier doch bestimmt kaputt machen, ja, Gott sei Dank. Oh, was ist das hier? Ist das ein Werbeplakat für einen Zirkus? Finde ich nicht so toll, möchte ich nicht unterstützen. Mache ich auch im Real Life nicht. Bin noch nie in einem Zirkus gewesen. Weil, ich muss aber auch sagen, dass mir das meine Mama als Kind auch eingeredet hat. Weil ich damals unbedingt als Kind mit Freunden zum Zirkus wollte. Und dann hat meine Mama gesagt, dass sie das nicht toll findet, wenn ich dorthin gehen würde. Weil die Tiere dort gequält werden und die Tiere in die Natur gehören. Und wenn die Zirkusbesitzer nicht genügend Geld haben, um den Tieren Essen zu finanzieren, und dann müssen sie die Tiere freilassen. Und dann, als meine Mama mir das sagte und Elefanten ja meine Lieblingstiere sind und ich nicht möchte, dass Elefanten gequält werden, habe ich mich dann dazu entschieden, meinen Freunden zu sagen, dass ich nicht mitgehe. Meine Freunde sind dann trotzdem gegangen. Ich hatte die Hoffnung, dass dann der ein oder der andere Freund oder beziehungsweise Freundinnen, ich hatte mehr weibliche Freunde als männliche, und hatte dann gehofft, dass dann die eine oder die andere Freundin dann auch sagen würde, okay, gut, sie geht dann nicht, aber da hat dann niemand sich darüber so Gedanken gemacht. Die sind dann trotzdem zum Zirkus. Jeder in Heliodor weiß, wo er hingehört. Das Gesindel haust im Elendviertel, während die betuchte Gesellschaft in der Oberstadt lebt. Ach nein, oder? Gibt's hier jetzt dann auch so eine Klassengesellschaft, erste und zweite Klasse? Gesindel, okay. Die beste Gegend liegt am oberen Ende der Treppe. Dort befindet sich das Schloss. Ich finde das jetzt gar nicht so toll. Also war es dann doch so. Und ich hatte echt gehofft, dass es nicht so sein soll, so sein wird, dass es hier erste und zweite Klasse gibt. Super. Jetzt habe ich schon das Bedürfnis, runter, in Anführungszeichen, zu dem Gesindel zu gehen, um mich dort einfach wohlzufühlen. Ach, ich mag das nicht so. So, hier scheint wohl doch... Moment mal. Bin ich hier nicht gewesen? Nee, bin ich nicht. Rockenfeuerstein. Alles klar. Heliodor ist eine sehr weitläufige Stadt. Alle möglichen Überraschungen warten auf kühne Abenteurer, die bereit sind, ihre eher abgelegenen Gassen und Hinterhöfe aufzusuchen. Nehmt euch die Zeit, jeden Winkel der Stadt zu erkunden. Ihr werdet es mir später danken, glaubt mir. Ja, das werde ich auch tun, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also, das tue ich schon. Oh, stopp, nein, das ist da, nein, nein, das ist keine Absicht gewesen. Stück Käse. Super. Oh, jetzt sehe ich hier schon wieder die Brötchen und so. Und ich bekomme Hunger. Ich bekomme Hunger. Ich habe vor der Aufnahme nicht gegessen. Hier steht ein Buch mit dem Titel Der Soldat und der Stratege. Eine Geschichte zweier Helden. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Dabei scheint es sich um eine ausführliche Biografie der zwei großen Ritter zu handeln, die das Königreich Heliodor beschützen. Das ist doch toll, oder? Wurde Heliodor denn angegriffen? Werden wir bestimmt erfahren, von dem einen oder dem anderen. Oh. Ich weiß, ich habe vielleicht 6 Spielstunden mit diesem Spiel verbracht und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich dieses Spiel jetzt schon toll finde. So. Wollen wir doch erstmal hier rein. Mike erhält 9 Goldmünzen. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich an das Kampfsystem ein bisschen gewöhnen muss. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. So, ich glaube, das wird aber dann kommen, sobald ich mit mehreren Leuten in einem Kampf bin. Ich weiß ja auch nicht, was das Maximum ist, wie viele Monster maximal im Kampf drin sind. Ob es hier dann sowas wie bei Star Ocean auch Überfälle gibt oder so. Heilkraut.
Nichts. Okay. Moment mal, ich bin gerade in dem Gebäude mit dem roten Balken, von dem ich doch erzählt hatte. Hier ist ein Magazin mit dem Titel Ganz unten in der Unterstadt von Heliodor. Oje, jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin steht. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Im letzten Monat haben wir einige weniger bekannte Glanzpunkte des historischen Stadtkerns von Heliodor vorgestellt. Dieses Mal möchten wir uns mit dem bunten Unterstadtbezirk beschäftigen. Dieses Viertel befindet sich in einem ehemaligen Verteidigungsgraben. Als die Bevölkerung von Tag zu Tag anwuchs, hatten die Neuankömmlinge keine andere Wahl, als sich dort niederzulassen. Schon bald hatte das geschäftige Elendsviertel eine Menge bunter Gestalten angezogen und kam in den Ruf eines Ortes mit großen Risiken, aber auch großen Gelegenheiten. Das Versprechensproblem in der Unterstadt von Heliodor ist kein Geheimnis, doch wer auf der Suche nach Nervenkitzel ist, wird hier wie nirgendwo sonst belohnt. Seid ihr bereit für das Abenteuer? Das bin ich auf jeden Fall und ich möchte jetzt nicht in die Unterstadt, nur damit ich irgendwie belohnt werde oder so. Ich werde auch so hin. So habe ich das jetzt mal gerade zumindest verstanden. Hier komme ich nicht raus. So, ich möchte zu dem roten Balken. Moment. Kann das sein, dass es unten ist? Oder sagt mir der rote Balken nur, dass es eine Treppe ist? Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, ansonsten gibt es hier nichts zu tun. Nein, der rote Balken sagt mir, dass die Tür vielleicht aufsteht. Ich habe keine Ahnung, was mir dieser rote Balken mitteilen möchte. Ja, aber gut, hier hoch komme ich nicht. Aber ich habe es probiert. So. Was ist hier los? Hier ist eine Tür zu. Ah, okay, das ist seine Tür gewesen. Gut, wir sind von hier gekommen. Hier kann ich die Treppe hoch. Hier kann ich... Na super. Überfordert, aber ich bin immer noch in der Sackgasse. Dann ist hier eigentlich alles gut. Ha! Diese Unterstädter. Die Unterstadt Heliodors ist ein wahrer Sumpf. Voll mit Heimatlosen, Herumtreibern, Taschendieben und Nichtsnutzen. Haltet euch besser fern davon. Hallo? Hier oben in der Oberstadt wird es bestimmt auch den ein oder den anderen Taschendieb geben, ja? Ich habe jetzt eigentlich schon gar keine Lust mehr, mit dir zu reden. Naja, die Lust habe ich auch nicht. Die Konversation ist ja vorbei. Oh, wo komme ich denn hier hin? Das sieht ja schick aus. Das gefällt mir, diese Unterführung. Hallo? Ihr könnt hier nicht durchgehen. Viel zu gefährlich für rechtschaffene Leute. Ihr solltet euch dringend woanders hinbegeben. Ja, ich möchte dringend in die Unterstadt. Denn ich habe das Gefühl, dass die Leute dort viel netter sind als hier oben. Nee, doch, doch, kann ich hier, Moment, das muss ich jetzt probieren, kann ich hier rüberspringen? Ich kann rüberspringen, oh mein Gott, nein, das ist nicht gut, jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder? Hä, wie seid ihr reingekommen? Dieser Bereich ist gesperrt, verschwinde von hier, habt ihr gehört? Gott sei Dank. Danke, ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich bin froh, dass ich nochmal raus konnte, dass er mich dann rausgeschickt hat. Dann ist ja alles gut. Ist ja eine Sackgasse, ne? Ich werde da jetzt nochmal hin. Ich werde bestimmt belohnt, wenn ich hier was kaputt mache. Einen Stärkesamen. Was ist denn ein Stärkesamen? Im Gegenstandsbeutel wird das vermutlich sein. Stärkesamen. Diese nützliche Nuss erhöht die Stärke auf Dauer um ein geringes Maß. Zum einmaligen Gebrauch. Auf Dauer. Finde ich schon mal toll. Das sind solche Items. Die gibt es ja auch in anderen Videospielen. Unter anderem auch bei Final Fantasy 7. Und solche Gegenstände, die hebe ich mir immer auf bis zum Schluss. Ah, er sieht mich nicht. Wird er mich jetzt hören, wenn ich das kaputt mache? Scheinbar nicht. Er ist taub. Trockenfeuerstein. Okay. So, aber ich komme jetzt hier durch diese Unterführung. Denke ich mal, dass hier ein... Okay, ich komme nicht weiter, okay. Hä? Wie seid ihr reingekommen? Dieser Bereich ist gesperrt. Ich weiß. So, jetzt weiß ich nicht. Ich werde einfach mal
hier durchlaufen. Oh, er hat was gesagt und ich hab's weggedrückt. Entschuldigt. Wenn ihr nicht auf den nächsten Tag warten wollt, dann legt euch doch einfach schlafen. Geht zu einer Herberge, legt euch aufs Ohr und bevor ihr es euch verseht, ist es schon morgen. Dankeschön, ich wollte aber so wissen, was du sagst. Du fragst dich bestimmt, wie es nun weitergeht, oder? Nö, bisher noch nicht. Bisher habe ich noch keine Fragen, wie irgendwas weitergeht. Ich bin eigentlich, Oh, ist das cool. Ist cool. Diese Stadt ist so unfassbar schön. So, hier kann ich dann auch nochmal was kaputt machen. Hier, Goldmünzen erhalten. Super, die bringe ich dann zur Bank. Haha, funny. Okay, damit kann ich nicht interagieren, geschweige denn kaputt machen. Ups, nein, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass ich runtergefallen bin. Obwohl ich das hier ja dann sowieso noch abgelaufen wäre. Aber ich möchte erstmal hier so eine komplette Runde drehen. So, Nanaki, du darfst jetzt nicht runterfallen. So, hier schön langsam. Ich komme hier rein. Okay, ist das eine Kirche? Ah, hier kann ich bestimmt abspeichern dann, oder? Moment, bin ich da in diesem Gebäude gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Cool. Ich muss nochmal die Karte öffnen. So, Moment. Ich bin hier unten gewesen, ne? Genau, ich bin von hier unten, bin aber nur hinten rumgelaufen. Alles klar, dann ist das hier wieder auch so eine Runde, die ich drehen kann. So. Komm ich da auf den Balkon? Ich muss... Ah, sieh mal an, was ich so alles kann. Oder was Mike alles kann. Eine Flatterfeder erhalten, ja. Da haben wir auch schon einige Flatterfedern. Okay, hallo, die Dame. Bei ihr kommt jetzt keine blaue Sprechblase. Westlich von hier gibt es ein Tor, über das man in den rauen Teil der Stadt gelangt. Es ist mit Wachen bemannt, um das Gesindel fernzuhalten. Echt jetzt? Die dürfen doch nicht mal hier hoch? Ach du meine Güte. Fürchterlich, fürchterlich. Was habt ihr hier für einen König? Der ist mir ja jetzt schon unsympathisch. Der sollte sich mal darum kümmern, dass es hier keine Unterschiede geben sollte. So. Und dann sagt er zu mir, plapper, plapper, plapper. Schau dir das mal an. Sehr interessant, eure Gespräche hier. So, Moment, Moment, Moment. Ich möchte hier rein. Hallo, guter Mann. Du bist doch gut, oder? Das Haus. Da ist es. Oje. Willst du jemanden schlagen? Hey, wollt ihr etwas Interessantes über das Haus da hören? Man kann über den Garten aufs Dach gelangen und dort gibt es dann ein Seil, über das man laufen kann. Aha. Ist dem so. Okay. Ich möchte erstmal hinters Haus. Okay. You the owner? Wie heißt denn das? Besitzer. Besitzer. Bist du der Besitzer des Hauses? Ich wette, von dem Seil auf dem Dach wusstet ihr noch nichts. Man kann es benutzen, um in den Mondänen-Teil der Stadt zu gelangen. Dänen-Teil, okay. So, ich möchte das hier erstmal kaputt machen. Gegengiftkraut erhalten, das ist auch sehr nett. Seil. Leiter. Okay, ich wollte aber eigentlich erstmal ins Haus. Aber okay, ich vermute dann mal, dass ich erstmal über das Seil laufen werde. Ich sehe noch kein Seil. Ah, hier ist ein Seil. Okay. Und dann bin ich aber auf der Kirche. Ach du meine Güte. Wie toll. Schaut mal, da hinten sehen wir den kleinen Hund. Von vorhin. Wahnsinn. Und ich kann hier auch bestimmt runterfallen und runterspringen. Da hinten ist eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste auf dem Dach. Ich werde im Anschluss sowieso die nächste Folge aufnehmen. Und deshalb bin ich jetzt einfach mal so mutig und werde mir das nicht notieren, dass dort eine Kiste ist. So, wir kommen hier rüber, ne? Das konnten wir ja damals schon. Es war aber kein Seil. Oder war das ein Seil, über das wir rübergelaufen sind? Hier sind mehrere Seile. Ich denke, ich komme so auch zur Kiste. Oh mein Gott, Nanaki. Ich komme zur Kiste. Ich muss nur langsam machen. Okay. Komme ich dorthin?
Nein, was ist jetzt los? Achso, ich dachte, mein Controller fängt wieder an zu spinnen. Aber jetzt sind die Leute schlafen. Ich packe das nicht, darüber zu springen, oder? Muss ich darüber springen? Moment mal, ich will erstmal was ausprobieren. Gut, also er kann auch auf dem Dach laufen. Das könnte funktionieren. Aber ich komme da nicht mehr zurück. Es hat funktioniert. Hallo, du Wesen. So ein Glück. Mike findet eine Mini-Medaille. Mike steckt sie dankbar in seine Tasche. Was ist eine Mini-Medaille? Gegenstände, Gegenstandsbeutel. Finden wir sie hier? Mini-Medaille. Ich sehe sie nicht. Nö. Finde ich sie hier? Eine Medaille? Nee. Oder habe ich Tomaten auf den Augen? Ich habe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Nö. Und hier auch nicht. Ausrüstungsbeutel ist sie auch nicht dabei und bei wichtigen Gegenständen auch nicht. Ausrüsten. Okay, auch hier nicht. Okay. Keine Ahnung, wo diese Mini-Medaille jetzt ist. Was mit der passiert? Vielleicht wird mir das im Spielverlauf irgendwann noch genauer erklärt, wo die hin ist. Stimmt, das hier ist das schöne Haus. Ich erinnere mich mit dem Balkon, ne? So, aber jetzt kann ich nochmal aufs Dach klettern. Ich kann ja aber auch einfach runterspringen. Das kann ich ja auch. Wir können ja doch schon ein bisschen Zeit sparen, ne? So, ich möchte aber erstmal ins Haus. Erstmal in das Haus. Oh, der schläft, ne? Oh, super, ich sollte vielleicht mal bei... Wenn es Tag ist, wieder herkommen. Ist jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen. Ah, die Dame ist aber wach. Ich mach dir das hier mal gerade kaputt. Und geh einfach mal so an deinen Schrank, ob dir das passt oder nicht. Das hat ihr nicht gepasst. Frechheit, da sind Privatgegenstände drin, mit denen du aber nichts anfangen kannst. Helio, du hast ein guter Ort zum Leben. Sicher, sauber und alle sind glücklich. All das verdanken wir dem König. Ein dreifach hoch auf den König Carneol. Carneol? Spricht man den Namen so aus? Ich habe immer so Probleme mit Namen aussprechen. Dein König finde ich nicht toll. Sonst würde es hier keine Zweiklassengesellschaft geben. In dieser wunderschönen Stadt. So, ich werde hier jetzt nochmal hoch müssen. Weil ich ja nicht überall gewesen bin auf den Dächern, ne? Schweige denn hier in dieser tollen Stadt. Die wirklich sehr schön ist. Wenn alle Städte so schön sein werden, dann Halleluja. Vor allen Dingen so groß auch, ne? Hier haben wir einiges zu tun. So, komm. Ja, das machst du sehr schön, Mike. So, Moment mal. Ist das schön. Es sind trotzdem noch Leute draußen. Wahnsinn. Echt toll. So, wir haben ja dann nur diesen einen Weg, nicht? Ob ich aber auch hätte von der Kiste aufs Dach können? Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Okay. Königlicher Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war. Das ist eine Kiste. Ich komme da nicht hin. Das ist jetzt schade. Ist bestimmt auch diese Medaille drin, oder? Meine ich jetzt einfach mal, weil dieses Wesen da an dieser Kiste ist. Ich werd da jetzt hin müssen. Ich hoffe, hier drückt mir jetzt niemand ein Gespräch. Dankeschön. Ich komme aber durch. Und, was ist drin? Zaubermachtsamen. Er steckt ihn in den Beutel. Zaubermachtsamen. Diese nützliche Nuss erhöht die magische Macht auf Dauer um ein geringes Maß. Für den einmaligen Gebrauch. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich es gelesen hatte. Ich dachte aber, wir würden hier eine Medaille finden. Aber in Ordnung. So, ich glaube, ich springe dann hier nochmal runter, denn ich glaube, ich möchte
nicht hier bleiben, vorerst zumindest, so schön es hier auch ist. 3 Goldmünzen erhalten. Super. Und dann schnell weg hier. Bevor wir noch... Huch, warum kann ich nicht springen? Ich kann nicht hier runterspringen, ernsthaft? Ist vermutlich zu hoch für den Mike. Der Mann, der steht ja immer noch da unten und... schaut hoch aufs Dach und sucht vermutlich nach dem Seil. So, komm. Können wir jetzt hier runterspringen vom Seil? Nee, keine Chance. Okay, aber wir können hier runterspringen, ne? Ja, okay. Was total Sinn ergibt. Was ist hier mit der Wache los? Während ich hier Wache schiebe, werden hier keine Dummheiten gemacht. Verstanden? Wer einer denkt auch nur daran, Ärger zu verursachen, dann mache ich ihn zur Schnecke. Alles klar. Ich möchte keine Dummheiten machen. Steht hier noch die Wache? Ich hatte Hoffnung, dass er vielleicht jetzt auch Patrouille läuft und dass ich da jetzt vielleicht durch kann. Hier ist auch noch eine Wache. Jeder in Heliodor weiß, wo er hingehört. Das Gesindel haust im Elendsviertel, während die betuchte Gesellschaft in der Oberstadt lebt. Gut, mit dem hatten wir gesprochen. Der hatte nur woanders gestanden. So, okay. Dann, Moment, muss ich die Karte nochmal öffnen. Ich bin hier in dem Haus drin gewesen. Ich möchte aber... Kinder, was macht denn ihr zur späten Stunde hier draußen? Ich denke, ihr solltet ins Bett. Moment, ich muss nochmal... Ich möchte noch hier rein. Aber hier sind wir doch drin gewesen, oder? Oder nicht? Moment, ich werde mal das Buch rausnehmen. Ein Schmied, alles klar. Gut, hier sind wir gewesen. Das hier ist der Schmiede. Der hier am Fenster stand, der immer noch hier steht. Ich habe den nicht gesehen, als ich hier reingelaufen bin. In Ordnung. Moment. Dann. Mission. Eine Mission. Zur späten Stunde. Okay. Leute. Ah. Oh. Es ist eigentlich jetzt schon, eigentlich Zeit, die Folge jetzt zu beenden. Aber. Oh, Mann, 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 Mann. Perfekt. Okay. Ja, komm. Ich, Yahoo. Das hier ist wahrscheinlich die tollste Kneipe in der ganzen weiten Welt. Was? Das hier ist keine Kneipe, das hier ist eine Herberge. Nur schade, dass die Erwachsenen hier mich die ganze Zeit anmotzen und meinen... Ich soll mich verziehen. Oh, das finde ich jetzt auch nicht nett. Sind das deine Eltern oder welche Erwachsenen meinst du denn? Hallo, Jungs. Oh, klingt gut. Und das ist noch lange nicht alles. Okay. Ah, lecker. Das Zeug schmeckt spitze, aber alles andere sieht auch lecker aus. Yep. Helio, du hast echt ein tolles Pflaster. Ah, das habe ich gebraucht. Ja, so geht's mir auch. Ich habe nämlich auch Hunger. Ich werde jetzt auch nach dieser Aufnahme erstmal was essen. Hier könnt ihr euch entspannen. Danke. Lecker. Okay, alles klar. So, gut. Dann werde ich nämlich jetzt hier, genau an dieser Stelle, die Folge beenden. Und werde dann in der nächsten Folge, werden wir uns die andere Hälfte, oder vielleicht schaffen wir es auch, uns die ganze Stadt in der nächsten Folge dann noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ja, gut. Und die Mission werden wir auf jeden Fall erfüllen. Da bin ich schon ganz wild drauf. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.